nichts, das interessiert mich nicht, jedem seins. Und jetzt sagt sie, baller hier nicht rum, obwohl ich nur auf Metall schieße. Man muss sich das mal überlegen. Also irgendwie so ganz knusper ist die Frau auch nicht. Schnauze, stopp. Oder war ich jetzt wieder dich irgendwie? Oh. Wenn du mir noch einmal davor rennst, erschieße ich dich wirklich hemmungslos, ne? Scannen müsste man können. Aber weiß der vorher nicht. Wenn ich da wenigstens mal so einen Ansatz hätte, wonach ich suchen muss. Und hier jetzt einfach nur mit dem Gamepad da rumfahre, in der Hoffnung, dass ich hier Glückstreffer lande. Gibt ja auch echt keinen Hinweis dafür, ne? Sarah, kann ich dir vielleicht mal sagen, dass ich... Ich war lange nicht mehr auf dem Mars. Das Sol-System wird relativ wenig bereist. Bis dann. Ich dachte, ich könnte dich irgendwie ein Stück weit beiseite schieben oder sowas. Weil du mir gerade echt ein bisschen auf den Sack gehst. Ja, das stimmt wohl. Aber ich werde jetzt diese Quest jetzt nicht abbrechen. Das ist nicht der Plan. Das Problem ist, dass ich nicht scannen kann. Und das ist halt ein bisschen nervig. Mann, kann doch nicht angehen. Echt jetzt nicht. Muss das Erz erst wieder nachwachsen, oder was ist das hier für eine Nummer? Man stellt sich wieder nur die Frage, wie genau musst du denn draufhalten, damit da irgendwas erkannt wird? Angehen hier. Diese ganzen anderen Arschlöcher hier mit ihren Bohrern können sich auch mal verpissen. Aber warum da hinten? Da ist doch nichts, nichts, wo ich bohren kann.
Hier ist aber, hier ist noch weniger als da, wo ich sonst geguckt habe. Hier sind ja nicht mal irgendwelche Steinreste. Ich hoffe, du hast deinen eigenen Cutter. Ich hoffe, du hältst die Fresse. Ich dachte, wir wären auf Öl gestoßen. Was war früher dein Traumjob? Meiner war meiner. So, aha. Ich finde alleine raus. Ich weiß nicht. Mich nervt das gerade, dass ich überhaupt gar keinen Anhaltspunkt habe. Schießt du auf Geister? Nee, ich schieße auf Gestein, du hohle Frucht. Dass ich überhaupt gar keinen Anhaltspunkt habe, wonach ich hier eigentlich gucken muss, damit ich überhaupt Erfolg habe. Ja, ab und zu hat er mal jetzt was angezeigt. Aber das ist dann auch zu wenig, finde ich. Alter, renn mir doch am besten komplett in den Strahl. Sag mal, habe ich nicht irgendwie eine Lampe oder sowas, dass wir das mal ein bisschen heller machen können? Ich will mal eben in die Tastaturbelegung oder in die Gamepad-Belegung gucken. AB. Ja, aber Taschenlampe ist nicht, ja, sondern nur der Scanner. Hä? Ah, wartet mal. Aha. Oh Gott, ich hätte zu viel einfacher haben können. Naja, ich sag da jetzt mal nichts zu, ne? Ich bin jetzt einfach ganz, ganz still. Ich habe einfach nochmal den Scanner angeschaltet und auf einmal war das da. Ich kann dir nicht sagen, warum das so ist. Ich nehme das einfach zur Kenntnis. Jetzt holen wir uns das letzte Stück Eisen. Das hier auch noch mitnehmen. Haben wir sogar einen Bonus. Frag mich bitte nicht, was ich da. Ich habe die ganze Zeit ja den Scheiß angemacht, hat mir aber genau nichts gebracht. Sprich mit Trevor. Na gut, dann machen wir das mal. Da ist er, ja. Okay, das Erz, das du abgebaut hast, wird unsere Quote verbessern. Ich habe das Erz abgeliefert, wie von dir gewünscht. Perfekt. Der nächste Teil wird schwieriger. Okay. Unser Direktor der Mining Division, Peter Brennan, hat vor einem Monat seine letzte Assistenz gefeuert. Peter ist der Einzige, der die Bestellung neuer Ausrüstung genehmigen kann. Und ohne Assistenz ist er leider völlig nutzlos. Ich weiß, wie du todsicher an den Job kommst. Aha. Als seine Assistenz kannst du ihn dazu bringen, die Genehmigung zu unterschreiben. Ist das so? Ich nehme den Job. Warte mal, so einfach ist das nicht. Was? Du musst dich wie alle anderen dafür bewerben. Ach du Scheiße. Der Job ist im Büro der Deimos Sternenwerft ausgeschrieben, oben im Orbit. Geh dahin und fülle die Bewerbung aus.
Wenn du das erledigt hast, dann komm zu mir zurück und wir reden darüber, wie du die Stelle kriegen kannst. Na gut, dann werden... Du springst durch jede Menge Reifen, um den Minern die nötige Ausrüstung zu beschaffen. Ich will Kohle. So, aber, ja, ich finde, für heute ist es gut, weil mir wird auch gerade warm, um das mal sehr deutlich zu sagen. Und wir werden morgen erstmal die Hauptquest weitermachen, weil wir da irgendwie in den Orbit fliegen müssen. Wenn ihr Lust habt, das Spiel morgen weiterzuspielen, ist jetzt ja eure Entscheidung. Gestern hat es ja nicht so gut geklappt. Habt ihr Lust, morgen das hier nochmal zu spielen und dann entscheiden wir, wie es weitergeht? Was sagt ihr? Juna ist eindeutig dafür. Ist Conny eingeschlafen? Also ich finde es bisher auf jeden Fall nicht uninteressant, kann ich nicht sagen. Ja, wollte ich sagen, bisher gefällt es mir auch sehr gut. Ja, also wie gesagt, wir können auf jeden Fall morgen das nochmal zocken und dann schauen wir einfach mal, wie wir uns weiter entscheiden. Ist ja eine Maßnahme. Bis Ende September haben wir auf jeden Fall Zeit, bis der DLC von Cyberpunk kommt. Und dann würde ich halt auf jeden Fall, egal wie es ist, Cyberpunk spielen wollen. Ich weiß nicht, ob Conny noch da ist. Die ist schon die ganze Zeit recht still. Nee, die ist auch gar nicht mehr im Chat. Nö, ist sie nicht. Also ich habe jetzt auch nichts gelesen, dass sie sich verabschiedet hat oder so. Aber gut, gut, dann machen wir das morgen Abend auf jeden Fall weiter. Ich wünsche dir einen wunderschönen Abend. Noch überstehe den morgigen Tag. Und die Hitze. Und dann sehen wir uns morgen Abend wieder mit Starfield. No. Schlaf schön und seh zu, dass du den Tag gut rumkriegst. Lass es dir soweit gut gehen. Und ja, das schaffst du schon. Es ist morgen nur ein halber Tag, oder? Ich glaube, du musst morgen nicht ganz, oder? Schönen Abend dir noch. Dann bis morgen. Tschüss.